Okay, können wir losgehen. Dürfte ich Sie vielleicht kurz bitten, sich vorzustellen? Mein Name ist Cornelia Brüll und ich bin Philosophin, philosophische Praktikerin, unterrichte an verschiedenen Universitäten, an der Universität für Musik und Darstellende Kunst, Kulturtheorien, an der Universität Wien unterrichte ich Philosophie. Sie haben den heutigen Abend Die Philosophen kommen organisiert und veranstaltet. Wie ist es gelaufen aus Ihrer Sicht? Ich finde, es ist sehr gut gelaufen. Also was für mich unglaublich spannend war, war die Diversität der Beiträge. Also vom Musikalischen hin eben zum Bildnerischen, zum Performativen und alle für mich tatsächlich in einem Konnex zur Philosophie. Das heißt, einfach Fragen aufwerfen, teilweise radikal in Frage stellen, wie wir akustisch wahrnehmen, was wir hören. Und das eben rückgebunden auf die Philosophie finde ich halt sehr schön, weil es für mich Philosophie mit Öffnen zu tun hat, ja, mit Fragen zu tun hat und mit Bewegung zu tun hat. Und ein Thema eben auch diese Fortune Cookies, die Glücksfrage quasi, auch sehr interessant, ja, weil dann wiederum eine Landkarte zu erstellen mit Aussagen zum Thema Glück, ja, wo, weil es einfach notwendig ist, dass wir uns manchmal verorten und gleichzeitig aber doch wieder das Verorten uns vielleicht auf unangenehme Weise fixieren kann und wir auch das wieder aufbrechen müssen sozusagen und uns bewegen müssen. Und ich fand heute einfach einen Abend voller Bewegung, ja, geistiger Bewegung, aber eben auch in emotionaler Bewegung. Und insofern finde ich ein sehr, sehr geglückter Abend. Ja. Es gab ja einige Themen, die sich so ein bisschen durchgezogen haben, zum Beispiel Glück oder Migration oder auch der Raum. Warum glauben Sie, ist es so? Ich glaube, dass es unsere Zeitfragen sind. Das sind genau Fragen, die uns heute beschäftigen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und ich glaube, dass die Philosophie da erstens immer schon viel zu sagen hatte, aber in den letzten Jahren, Jahrzehnten vergessen wurde, dass sie uns was zu sagen hat. Vielleicht, was auch daran liegt, dass die Philosophie über Jahrzehnte und Jahrhunderte recht dogmatisch verstanden wurde, nämlich dass sie definitive Antworten gibt. Ja? Im Sinne der Ontologie sozusagen zu klären, was bedeutet das Sein, was ist der Mensch und ganz konkrete, spezifische Antworten darauf gibt, anstatt sich selbst zu verstehen, eben als das Philosophieren mehr etwas, das in Bewegung bringt und das eigentlich aufbricht. Und jetzt, glaube ich, diese Themen werden wieder Philosophen befragt, natürlich auf der anderen Seite, weil man sich Antworten erwartet, weil man die erhofft. Ja? Aber irgendwie entzieht sich die Philosophie da immer, weil sie es nicht kann. Sie kann keine definitiven Antworten geben. Ja? Das heißt, meine Hoffnung quasi ist, auch mit solchen Veranstaltungen Menschen zu zeigen, dass die Philosophie da was beitragen kann dazu, aber auch ohne, dass sie schon fixe, fertige Antworten bietet, sondern dass sie eigentlich mehr den Menschen wieder mündig macht, sich selbst Antworten zu geben. Ja, das wäre so ein Ziel. Es gab einen Beitrag, da ist der Gedanke gefallen, so quasi Philosophie, das ist ja eh unnötig. Wie, glauben Sie, kann man so eine Sicht vielleicht aufbrechen oder wie kann man Leuten, vielleicht auch jungen Leuten, die diesen Gedanken sehr stark verankert haben, wie kann man dem entkommen oder den solchen Leuten eben Philosophie näher bringen? Ich finde immer, es gibt eine ganz schöne Frage, ja, und das ist immer die Frage im Endeffekt, was bedeutet für Sie Glück? Und dann erstmal ist immer so ein Moment der Stille, ja, und dann denkt jeder mal nach. Und Menschen darauf hinzuweisen, dass die Frage des Glücks nämlich im Zusammenhang steht mit dem guten Leben, also die Frage, wie kann ich gut leben, ja, das ist eine Frage, die wir uns heute ständig stellen, ob mit in der Flüchtlingsdebatte etc. oder im Rahmen des Kapitalismus und des Neoliberalismus, ja, oder der Politik, die sich ständig ändert. Dann zu sagen, ja, das ist eine Frage, die hat sich die Philosophie seit der Antike schon gestellt, die Frage des guten Lebens, genau dazu dient die Philosophie, das immer wieder neu zu stellen, ja. Und dann sind wir immer ganz schnell beim Philosophieren und mittendrin. Aber das geht hin bis zur Wertefrage natürlich, welche Werte, auf welchen Werten stelle ich mein Leben auf, ja? Wie empfinde ich meine eigene Kultur, also natürlich die Kulturfrage, wo verorte ich mich. Ja? Und ich glaube, all diese Fragen zeigen dann ganz schnell jedem Menschen, dass das eben mit Philosophie und Philosophien zu tun hat. Und wo kommt Ihre starke Faszination für die Philosophie her, die ja scheinbar doch einen sehr großen Teil in ihrem Alltag ausmacht? Von der Verzweiflung wahrscheinlich. Also ich habe jetzt vor kurzem meiner Tochter Tagebücher vorgelesen, die ich mit 7 oder 8 begonnen habe zu schreiben. Und es war ziemlich katastrophal, ja, weil irgendwie immer mit dem Leben natürlich hadernd. Ja, es hat immer auch mit eigenen Biografien zu tun natürlich, wofür man sich interessiert und warum.
Und ich bin selbst schon, glaube ich, in meiner Biografie viel in Frage gestellt worden. Das heißt, meine Strategie, damit umzugehen, war eigentlich, das Infragestellen mir zu eigen zu machen, ja, und zu betrachten. Und ich finde die Philosophie, einerseits manchmal gibt sie Inhalt, aber ich glaube, da darf es nicht stehen bleiben. Wenn man dann bei einem bestimmten Punkt angekommen ist, dann merkt man, es geht eben nicht so sehr um den konkreten Inhalt, als um die philosophische Haltung zum Leben. Ja. Und die kann einen einfach immer wieder was aus Stagnation und Starre herausholen, ja, und bewegen. Aber es kommt, das Interesse kommt sicher daher, dass ich immer schon wahnsinnig eben mit dem Leben und der Frage des guten Lebens gehadert habe. Ja. Und um nochmal auf den heutigen Abend zurückzukommen, gibt es einen Beitrag, der Sie besonders überrascht hat oder fasziniert oder zum Nachdenken angeregt hat? Kann ich jetzt so nicht sagen, weil ich fand alle Beiträge, dadurch, dass sie so divers sind und ich ohnehin gegen den Vergleich bin, ja, weil alles einzigartig ist, und heute haben wir es gesehen, finde ich, dass jeder Beitrag einzigartig ist. Und jeder Beitrag hat irgendwie was anderes, eine andere Frage hervorgebracht, ja, und aufgerissen, ein anderes Feld auch. Und eben, weil es auch unterschiedliche Sinne angesprochen hat. Einmal eben das Hören, das Sehen, das Denken. Ja, dadurch könnte ich es nicht vergleichen und kann da nicht werten. Dankeschön für das Gespräch. Danke. Herzlichen Dank. Danke.